Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, mit kleiner Verspätung sind wir da. Ich grüße euch ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer freien Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der eingeblendeten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt ganz einfach unter domian@wdr.de. Ich bin sehr gespannt auf meinen ersten Anrufer. Der erste Anrufer heißt Tobi und Tobi ist 22 Jahre alt. Hallo Tobi. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's? Was ist dein Thema? Mir geht's gut, vielen Dank. Ja, also mein Thema ist die Spielsucht. Mhm. Ich bin, wie du schon sagst, 22 und habe 50.000 Euro Schulden. 50.000 Euro Schulden? Ja. Durch die Spielsucht? Genau, richtig. Seit wann spielst du schon? Ich habe von 2003 bis Anfang 2005 gezockt. Mhm. Gezockt? Ja. 50.000 Euro verzockt? Ja, das hat damit angefangen. Ich habe mein Abi gemacht und wir sind, als wir dann alle unser Abitur in den Händen hatten, haben wir ein bisschen gefeiert und dann sind wir in die Spielbank gefahren, alle zusammen. Und dann habe ich mit 100 Euro ein bisschen Roulette gespielt, habe ich 50 Euro gewonnen, habe mich gefreut wie ein kleines Kind und das ist ja super. Und dann habe ich nach dem Abi ein bisschen gejobbt und dann bin ich mit dem ersten Monatslohn bin ich in die Spielbank und habe dann mit 1.000 Euro 7.000 Euro gewonnen. Mit 1.000 Euro 7.000 gewonnen? Genau. Das ist natürlich das ist fatal. An einem Abend, du kannst ja nicht vorstellen, wie das ist, wenn du da, das ist, da sind ja wirklich auch nur verrückte Leute um einen herum. Das sind dann so alte Rentner, die haben da wirklich viel Geld dann auch und die spielen dann da mit ihren Jetons rum. Und wenn du die Jetons in der Hand hast, dann siehst du auch gar nicht, wie viel Geld das ist. Das kommt ja vor wie Spielgeld. Aber ich meine, 6.000 Euro mal ebenso schnell gewinnen, ist natürlich wahnsinnig reizvoll im ersten Moment. Anderem, ne? Ich habe dann auch so gedacht, andere Leute müssen dafür 3 Monate hart schuften. Klar. Und ich sitze hier 2 Stunden, grinse ein bisschen und zack, habe ich die Kohle in der Tasche. Aber so fing es wahrscheinlich an. So hat es angefangen, genau. Ja. Und die Schuldenfalle, also es ging so, dadurch bin ich dann heiß geworden. Ich bin dann regelmäßig in die Spielbank gegangen, habe auch dann so eine Phase, wo ich richtig viel gewonnen habe dann auch. Und immer Roulette dann? Immer Roulette. War dann auch wirklich schlimm. Am Anfang war das so harmlos, einfach so auf Farbe gesetzt. Aber dann wurde es immer schlimmer. Und also zum Beispiel, wenn du dann auf eine Zahl setzt und du triffst diese Zahl, dann hast du deinen Einsatz mal 36. Wenn ich dann da 100 Euro auf eine Zahl gesetzt habe und die kam dann. War das so eine ganz schicke Spielbank, wo man dann auch gestriegelt und toll angezogen? Ja, genau. Also das war eine richtige Spielbank, wo du dann mit Anzug da rein bist und dann bist du auch in einer ganz anderen Welt. Ja. Ne? Bist du da als sehr junger Typ aufgefallen? Ja. Ja, weil du gerade sagtest, da sind schon spezielle Leute und eher die ältere Generation. Genau, das fiel auch auf und weil ich auch wirklich dann am Anfang wirklich auch immer gewonnen habe und habe dann natürlich auch viel Trinkgeld gegeben. Und, ja, klar. Das fiel dann wirklich auf und es fing dann also so an mit dem Geldrollen fing es an, dass es ist so, dass wenn du in so eine Spielbank gehst, sitzt an den Roulette-Tischen oder drumherum sitzen meistens, sind das Südländer, Araber, die beobachten die Leute. Und die merken dann, wenn dann jemand andauernd wieder Geld wechseln gehen muss und verliert er immer weiter, irgendwann kommen die auf dich zu. Ja. Das heißt, ich hatte also einen Abend, da habe ich dann irgendwie, viel Geld verloren, ich weiß wirklich nicht mehr wie viel. Und dann hatte dann auch kein Geld mehr dabei und konnte auch nichts mehr vom Geld abverwandeln und bin dann zum Auto hingegangen. Und dann kam einer auf mich zu und meinte, und wie lief ihr Abend? Dann habe ich gesagt, ja. Scheiße natürlich. Und dann meinte er, ja, ich hätte da eine Möglichkeit, Ihnen Kapital zur Verfügung zu stellen. Ach, wie perfide. Ja. Das heißt, man unterstützt einen Süchtigen, indem man ihm hinlegt, hier, du kannst Kohle haben und wirst dadurch noch mehr runtergezogen. Ne? Richtig. Das heißt, die haben dir irgendwie Kohle verschafft, womit du dich dann verschuldet. Genau, da hat das Portemonnaie aufgemacht und da wirklich, ich habe noch nie in meinem Leben ein Portemonnaie gesehen, wo so viele 500-Euro-Scheine drin waren. Wie viel hat er dir gegeben? Ja, und hat er gesagt, ich habe dann erstmal gesagt, ja, wie soll das denn vonstatten gehen? Ich habe keine Sicherheit. Und meinte, ja, dann noch ein Auto. Ein Auto habe ich. Und da hat er mir dann 1.000 Euro gegeben.
Und ich bin dann natürlich gleich wieder in die Spielbank rein, dachte ich, Mensch, super, der Abend war so kacke, jetzt hast du vielleicht mal wieder ein bisschen Glück, dann holst du das ganze Geld zurück. Und dann habe ich auch prompt wieder mit dem Geld gewonnen. Mhm. Und dann habe ich eben, und das Stimme, was ganz wichtig ist, bei diesen Südländern ist es so, die haben einen ganz, ganz hohen Zinssatz. Ja. Das heißt, wenn du dir 1.000 Euro leihst, dann hast du eine Woche Zeit und dann wollen sie 2.000 Euro zurückhaben. Also, und das heißt, du hast noch so einen Druck im Nacken dann, ne? Ich merke schon, das hat sich dann wirklich immer mehr so hochgeschaukelt, genau. Offensichtlich. Das hat du hast währenddessen nichts studiert oder irgendwas gemacht, gar nichts. Nee. Also mein ganzer Tag ist unter. Ich bin morgens aufgestanden, habe mich rasiert, habe mich geduscht, habe meinen Anzug gebügelt, zack, Spielbank. Typisches Suchtverhalten. Es gibt, alles dreht sich im Geiste nur noch darum. 50.000 Euro Schulden, 22 Jahre alt, und jetzt spielst du aber nicht mehr. Nee, ich spiele deshalb jetzt nicht mehr, weil ich kurz davor war, meine Wohnung zu verlieren, weil ich seit einem Jahr keine Miete mehr zahlen konnte. Mhm. Und seit wann genau spielst du nicht mehr? Seit wie vielen Monaten? Seit Anfang des Jahres? Seit Februar ist es jetzt. Mhm. Hast du das so entschieden und hast das dann auch geschafft sofort? Oder war das? Ja, also es ist so, ich bin dadurch, dass ich ja diese ganzen Geldverleiher, irgendwann konnte ich dann nicht mehr und ich konnte ja auch kein Geld mehr zurückzahlen. Und dann haben die so viel Druck gemacht, dass irgendwann bin ich zur Polizei gegangen. Mhm, so, und die haben dann wirklich, als ich denen das dann erzählt habe, da war ein Kommissar, der hat mir wirklich die Augen aufgemacht, das war so ein ganz, ganz Kessel, so ein Harter. Mhm. Und der hat dann auch dementsprechend mit mir gesprochen und der hat mir dann mal die Augen aufgemacht. Mhm, und meinte, was sind sie überhaupt für Menschen, sie sind doch nicht dumm, sie sind zu jung und haben schon so viel Schulden. Und dann dachte ich, das geht doch nicht. Und das war so, und dann habe ich mich bundesweit sperren lassen, du kannst dich ja sperren lassen und dann... Also geldmäßig? Auch spielbankmäßig. Achso, auch Spielbank. Ach so. Du gehst in eine Spielbank rein, ich will mich gerne bundesweit sperren lassen. Ach so. Dann habe ich auch direkt Holland mitsperren lassen. Geschickt, ja. Und das hat funktioniert. Gab es das da Entzugserscheinungen, dass du dann irgendwie... Nee, also ich sage ja mal ganz ehrlich, ich habe mich auch nie als spielsüchtig angesehen, denn ich bin auch so die letzten 3-4 Monate des Zockens, bin ich dann auch wirklich nur noch spielen gegangen, in der Illusion, meine Schulden zahlen zu können. Das heißt, ich bin nicht Roulette spielen gegangen, weil ich dachte, Mensch, jetzt wirst du wieder Millionär oder so, sondern aus der Angst heraus auch. So, jetzt hast du 50.000 Euro Schulden. Bei wem hast du die Schulden? Bei diesen dubiosen Gestalten oder wie? Nee, das ist Hälfte, also einmal bei diesen arabischen Geldverleihen ist es so, da muss man dann Schuldscheine unterschreiben. Mhm. Und die andere Hälfte? Und die andere Hälfte ist beim Freundeskreis. Also ich habe in meinen kompletten Freundes- und Bekanntenkreis angepumpt, habe dadurch natürlich auch 80% des Freundeskreises verloren. Ne? Ja. Was heißt das jetzt konkret für dich? Du hast gerade schon gesagt, dass man dich nicht kündigen will aus der Wohnung, dass du aus der Wohnung rausfliegst? Nee, ist schon. Also ich habe eine Räumungsklage und ich habe jetzt gestern einen Brief bekommen vom Gerichtsvollzieher. Ja. Irgendwie Ende Oktober, ich weiß nicht mehr das Datum genau im Kopf, wird geräumt. Wie soll es weitergehen? Ich weiß wirklich nicht. Ich habe mit den Schulden, da habe ich jetzt schon manches machen können. Ich bin zur Caritas, da gibt es ja diese Schuldnerberatung. Mhm. Und da habe ich jetzt private Insolvenz. Achso. Bin ich jetzt im Verfahren, nur das dauert natürlich auch super lange, weil erstens gibt es super viele Leute. Was bedeutet private Insolvenz? Erklär's mal. Private Insolvenz bedeutet, du legst deine kompletten Vermögensverhältnisse offen. Mhm. Du sagst, alles, Bausparvertrag, Lebensversicherung, was du hast. Und sagst den Gläubigern, das und das habe ich. Mhm. Und es gibt noch so viele Gläubiger, ich kann die Forderung nicht in voller Höhe begleichen. Mhm. Dann gehst du vor Gericht und dann kommt diese private Insolvenz. Das heißt, der Richter sagt, okay, der junge Mann hier, der hat zwar kein Geld, aber der versucht wenigstens die Schulden zu begleichen. Mhm. Und dann muss ich innerhalb von 5 Jahren das in Raten zurückzahlen. Mhm. Das kann. Und nach 5 Jahren sagt dann das Gericht, okay, jetzt hat das geschafft und damit bin ich komplett schuldenfrei. Das heißt, ich habe dann nur ca. 10% der Gesamtschulden bezahlt, bin aber dann nach 5 Jahren wieder schuldenfrei. Wenn du 10% der Gesamtschulden in den 5 Jahren bezahlst. Ja, so ungefähr. Ne? Also ja. Du hast aber keinen Plan im Moment, wie du das machen könntest. Das mit den Schulden, da habe ich jetzt nicht so viel Angst vor, weil da passiert nichts. Weil das ist jetzt nicht so, dass die Leute mir jetzt die Tür einrennen, weil die auch wissen, dass ich kein Geld habe. Mhm. Wovor ich jetzt wirklich Angst habe, ist das mit der Wohnung. Mhm. Wo befindest du dich im Moment? Ja, noch in der Wohnung. Ne? Und wie lange kannst du noch in der Wohnung bleiben? Ja, also ich glaube 19. Oktober. 19. Oktober. Mhm. Und dann hängst du wirklich auf der Straße? Ja. Mhm. Und ich habe auch niemanden, wo ich dann hin kann. Ne? Mhm. Bei der Schuldnerberatungsstelle sind die Leute ja sicherlich auch vertraut mit solchen
Vorkommnissen und Schwierigkeiten. Hat man dir da irgendetwas Konkretes sagen können, was du tun könntest? Nee, ich habe da auch nicht noch, ich habe da auch noch gar nicht so detailliert mit denen sprechen können, denn wie ich ja eben schon gesagt habe, die haben wirklich einen ganz, ganz enormen Zulauf. Mhm. Die sind da auch ein bisschen mit überfordert. Und da werden dann zum Beispiel Mütter mit Kindern alleinerziehen, die haben dann Vorrang. Okay, ja. Weil ich bin solo, ich bin alleine, bin jung, da bin ich ganz, ganz hinten auf der Liste. Bin ich natürlich jetzt auch überfragt, wie man dir da jetzt konkret helfen kann. Aber ich habe ja immer schlaue Leute im Hintergrund, arbeiten hier bei mir. Mhm. Vielleicht können wir dir helfen, Tobi. Vielleicht können wir dir helfen. Das heißt, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Ja. Dann meldet sich die Simone, das ist meine Psychologin, die auch in solchen Sachen bewandert ist. Und dann könnt ihr mal in aller Ruhe herumtüfteln, was man dir, wie man dir da helfen könnte. Ist eine krasse, wirklich eine krasse Situation, wirklich. Freundeskreis wahrscheinlich auch insoweit dann zusammengebrochen, dass du wirklich niemanden, wie du gerade auch schon sagtest, niemanden mehr hast. Also auch Einsamkeit dazugekommen ist jetzt. Ja. Mhm. Ja. Was war eigentlich ehemals dein Traum gewesen, was du mal beruflich machen möchtest? Du hast Abitur? Genau, ich wollte eigentlich was in deinem Bereich machen, sprich in Moderation, im Radio, als Redakteur arbeiten. Journalismus oder sowas. Mhm. Naja, du bist ja noch jung. Vielleicht finden sich Wege. Und wenn du das jetzt geschafft hast, dann bist du gestellt. Dann bist du, glaube ich, gestellt für ganz viele Krisen, die dann noch auf dich zukommen könnten. Denn du bist so verdammt jung und wenn du das schaffst, irgendwie zu stemmen, ist das nicht schlecht für deine Vita, glaube ich. Bin ich sicher. Du legst auf, wir rufen zurück, okay? Okay, ich danke. Alles Gute. Schönen Abend noch. Ne? Dankeschön, tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, unser Thema morgen heißt, wenn ich an Autos denke, ich möchte gerne mit euch über Geschichten rund um das Auto sprechen. Ich möchte gerne mit euch reden, was ist euch in einem Auto zum Beispiel schon mal passiert? Das können schöne Sachen sein, das können schräge Sachen sein, das können sexuelle Sachen sein, das können auch sehr schlimme Sachen sein. Was ist euch mit einem Auto oder durch ein Auto schon passiert? Beispielsweise Autounfälle. Was hat ein Auto in eurem Leben angerichtet? Oder aber würde ich mich ganz gerne auch mit einem Auto-Freak unterhalten. Also jemand, der sagt, im Prinzip ist mir das Auto wichtiger als meine Freundin. Also unser Thema morgen, großes Oberthema Autos, wenn ich an Autos denke. Wenn ihr euch für das Thema schon anmelden möchtet, dann meldet ganz einfach unter domian@wdr.de. Jetzt geht's weiter mit, frage ich meine Regie, mit Lisa. Und Lisa ist 26 Jahre alt. Hallo Lisa. Genau. Hallo. Lisa. Hallo. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema, ich bin schon seit langem psychisch krank. Und was heißt psychisch krank genau? Also ich bin manisch-depressiv, habe selbstverletzendes Verhalten. Also das heißt, dass du dir Sachen aufschlitzt am Leib, Arme, Beine? Arme, bei mir sind es die Arme. Arme, mit Rasierklingen oder so etwas? Genau. Mhm. Bulimie, Fress- und Brechsucht? Ja. Ja. Ich war auch mal magersüchtig zwischendurch. Also ich habe, als ich angefangen hat das Ganze, also ich habe schon immer so eine, ja, würde ich sagen, so eine leicht morbide Veranlagung gehabt. Also ich habe schon mir mit 12 Jahren mal überlegt, wie es denn wäre, wenn man sich umbringt und wie man das dann machen könnte. Aber so die Schwere der Erkrankung, dass du sagst, dass du auch den Begriff benutzt, manisch-depressiv, hast du seit wann? Du bist jetzt 26 Jahre alt. Seit wie vielen Jahren? Also ich habe mich mit 20 Jahren habe ich das erste Mal jemandem erzählt, dass ich ein Problem habe. Bin dann in eine Klinik gegangen für insgesamt 6 Monate. Und von dieser Klinik, das war so eine psychosomatische Klinik, von der aus bin ich dann in die Psychiatrie gekommen. Das war alles im zarten Alter von 20, 21? Ja. Und da wurde es dann mit den Depressionen halt irgendwann dann so schlimm, dass ich weiß nicht, ob die EKTs was sagen. Nee. Das ist Elektrokrampftherapie. Da wirst du so in ganz kurze Vollnarkose gesetzt und dann kriegst du sozusagen so einen Elektroschlag durchs Gehirn. Der löst so einen epileptischen Anfall im Gehirn aus und das soll halt bei manisch-depressiven helfen. Hat es geholfen?
ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, insgesamt so 35 Stück bekommen. 35? Immer mit einer leichten Vollnarkose? Ja. Wie fühlt man sich danach, wenn man dann aufwacht? Dass man dann vollkommen verwirrt, also man erinnert sich an nichts. Manchmal kann man sich Namen dann auf einmal nicht mehr merken oder so. Und ich erinnere mich auch kaum an diese Zeit. Über 30 von diesen Elektrostößen durchs Gehirn. Ja. Ja. Und dann habe ich halt wahnsinnig, zu der Zeit, wo es mir dann so richtig schlecht ging, habe ich wahnsinnig viele Medikamente genommen, auch halt viele Benzodiazepine, so, dass ich dann irgendwann auch vollkommen von denen abhängig war und ohne ging es gar nicht mehr. Und halt klingt wie eine sehr schlimme Psychiatriekarriere. Ja. Ja, aber wirklich. Wie geht es dir denn heute aktuell? Es ist so ein Problem. Ich war jetzt das letzte Mal in der Psychiatrie, war ich vor einem halben Jahr war ich kurz in der Klinik, was heißt kurz, 3 Monate. Mhm. Und seitdem, oder im Grunde schon seit einem Jahr, denkt mein Umfeld, es wird ja immer besser und wunderbar und ich studiere jetzt wieder und das klappt auch alles. Mhm. Wusste denn das Umfeld, dass du in der Psychiatrie wieder warst? Das wussten die. Wie bitte? Wusste dein Umfeld, dass du wieder in der Psychiatrie warst vor einem halben Jahr? Ja. Ja, das schon. Mhm. Und die denken jetzt. Aber mein Vater zum Beispiel hat, der hat das überhaupt nicht. Zu dem Zeitpunkt bin ich freiwillig in die Psychiatrie gekommen. Mhm. Also ich wurde nicht eingewiesen oder sowas, sondern ich wollte einfach nochmal eine Therapie machen. Und das hat mein Vater schon gar nicht verstanden. Ja. Ich habe jetzt so verstanden, dass du sagst, also das Umfeld wusste, dass du in der Psychiatrie warst, aber dass die jetzt denken, dass es dir seitdem wieder besser geht. Ist das richtig so? Habe ich das so? Ja, ja. Die denken das. Mein Vater sagt immer zu mir, ja, also du hast das jetzt seit 3 Jahren, nimm 20 Tabletten am Tag, jetzt musst du mal damit aufhören. Und ja, ist natürlich ein lieber Und jetzt muss das ja mal wieder weg, und irgendwann musst du ja dein Leben mal anfangen, du musst ja deinen Beruf erlernen und so weiter. Ja. Ist so dahergesagt, kann man natürlich nichts mit anfangen. Hast du eine Partnerschaft, hast du einen Freund? Ja. Hast du? Ja. Und wie geht der damit um? Weiß der das? Der weiß Bescheid. Also ich habe ihm jetzt vor... Zudem bin ich eigentlich sehr offen, der hat auch wirklich alles mit mir in der Psychiatrie durchgestanden, wo ich wochenlang nur sabbernd irgendwo lag und nichts mitbekommen habe. Wie lange kennst du ihn schon? 3 Jahre. Das heißt, er hat dann wirklich sehr viel mitgekriegt. Ja. Ist er für dich eine wichtige Stütze? Ja, Wahnsinn. Mhm. Also es ist aber auf der anderen Seite, es fällt mir momentan so schwer, so wenn ich mich schneide und deswegen ins Krankenhaus muss, weil das genäht werden muss. Das ist dann ist es so traurig, ihm zu sagen, Schatz, tut mir leid, aber ich habe mich wieder geschnitten. Mhm. Oder ich habe ihm jetzt vor einer Woche, habe ich ihm dann offenbart, dass ich das mit dem Essen momentan überhaupt nicht mehr auf die Reihe kriege, sondern dass ich seit 3 Monaten wieder voll in die Bulimie reingekommen bin. Das bedeutet... Bei aller Offenheit hast du ihn die letzten Monate schon doch ein bisschen beschwindelt, um ihm nicht weh zu tun. Ja. Oder ja. Nachdem er schon so viel für dich getan hat, dass er nicht denkt, oh Gott, jetzt geht schon wieder los. Ja. So in der Richtung. Mhm. Ja. Mhm. Das heißt, der Psychiatrieaufenthalt vor einem halben Jahr war dann auch wieder nicht so hilfreich, wenn es dir jetzt wieder so schlecht geht, ne? Oder wenn es wieder so anfängt. Ja. Du hast es ihm gestanden, du hast es ihm erzählt. Wie hat er darauf reagiert? Mein Freund ist so verständnisvoll. Er ist Mediziner und ich weiß nicht, es ist jetzt nicht auch so, dass er mir jetzt ständig aufs Klo mitgeht oder sowas, um nachzusehen, ob ich gekotzt habe oder dass er mich nach dem Essen fragt oder sowas. Das macht er nicht. Also er lässt. Er sagt nur, bespricht das mit deinem Psychiater. Mhm. Hast du denn, also er ist schon ein guter Typ, ne, höre ich, ja. der mit großem Herzen so in der Beziehung ist und dich offensichtlich sehr liebt, dass er das alles so aushält auch. Ja. Hast du denn, du hast gerade gesagt, Stichwort Psychiater, hast du denn einen guten Psychiater, zu dem du Vertrauen hast? Ja, habe ich schon, aber
der ist halt Psychiater hier an der Uniklinik. Mhm. Und zu dem habe ich großes Vertrauen. Aber trotzdem, der ist noch dazu Verhaltenstherapeut. Mhm. Aber mir fehlt halt so ein bisschen so ein tiefen psychologischer Ansatz. Mhm. Verstehe. Und dann haben mein Psychiater und ich halt mal versucht, halt die Sitzung länger zu machen, dass ich mir aufschreibe, was mir auf dem Herzen liegt, dass wir ein bisschen mehr über was ein Vergangenes reden oder sowas. Aber das Problem ist, sobald ich sowas mache, geht es mir danach nicht unbedingt besser. Was war der Grund, Lisa, dass du mich angerufen hast? Du bist ja dann offensichtlich in sehr guter Betreuung, medizinischer Betreuung, psychologischer Betreuung auch. Was ist der Grund deines Anrufs? Mit jemandem zu reden, der mich nicht kennt, der keine Vorurteile gegen mich hat und vor allen Dingen, der nicht sich wünscht, sich die Lisa zurückwünscht, die früher mal war. Ja, verstehe. Es ist ich war in der Schule der absolute Überflieger, habe dann ein Stipendium fürs Studium bekommen. Mhm. Ich war immer überall, in Anführungsstrichen, die Beste. So sieht mich mein Vater auch. Mhm. Aber das bin ich heute nicht mehr. Mhm. Das hat mich geprägt, die Zeit. Ja. Und ich bin auch noch nicht gesund. Ja. Und jetzt bin ich in einer ganz großen problematischen Situation, Lisa. Das kann ich verstehen, was du gerade gesagt hast. Und ich kann auch verstehen, dass du mit einem fremden, unbeteiligten Menschen darüber sprechen möchtest. Ja. Aber du hast eine sehr komplizierte und lange Krankengeschichte, wie du mir gerade berichtet hast. Ja. Ich kann dem natürlich überhaupt nicht Rechnung tragen, indem ich jetzt in den wenigen Minuten, die uns noch bleiben, wirklich adäquat zu reagieren. Das ist mir klar. Ich verlange auch im Grunde genommen nichts von dir oder erwarte irgendwas von dir. Was ich, wenn du meine Sendung kennst, weißt du, dass ich ja immer jemanden mit im Hintergrund habe. Ja, klar. Und ich finde, du hast das so klar formuliert, was du möchtest. Da kann man richtig was mit anfangen. Ja. Ich möchte, dass vor allen Dingen, dass das auch nicht unter so einem Zeitdruck steht, wie es natürlich im Rahmen einer Fernseh- und Radiosendung steht, dass du mit meiner Psychologin jetzt sprichst. Ja. Gar nicht mal in erster Linie als Psychologin, sondern in erster Linie als Mensch, so wie du es gerade auch bei mir beschrieben hast, der ganz unvoreingenommen erstmal mit dir redet und vielleicht auch gemeinsam dann ein bisschen überlegt wird, wohin die Schritte neben deiner psychiatrischen Betreuung gehen könnten. Ja. Das kann ich dir anbieten und da habe ich auch ein gutes Gefühl bei. Ich habe kein gutes Gefühl, wenn ich jetzt hier noch 2-3 Minuten mit dir rede und dann irgendwas Allgemeines abschließend sage. Das funktioniert nicht. Ja. Dafür ist es zu komplex, was du mir erzählt hast. Ja. Aber ich finde auch wiederum gut, dass du auch so einen unkonventionellen Weg suchst, hier in einer solchen Sendung anzurufen, für dein Anliegen. Denn dein Anliegen ist ja klar, du weißt, was du möchtest. Ja. Finde ich auch interessant und gut. Simone heißt die Frau, die dich gleich anrufen wird. Alles klar, also soll ich auflegen. Du legst auf und ich weiß nicht, ob die Simone gerade telefoniert noch mit jemandem, aber in ein paar Minuten wird es soweit sein. Alles klar. Ich wünsche dir von ganzem Herzen vielen Dank für das Gespräch. Alles Liebe und alles Gute, wirklich von ganzem Herzen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, hier ist Jenny. Jenny ist 20 Jahre alt. Hallo, Jenny. Hallo. Hallo, Jenny. Dein Thema, weswegen rufst du an? Und zwar ist mein Anliegen, mein Freund, der ist in letzter Zeit irgendwie total komisch drauf. Inwiefern? Er lässt mich einfach irgendwie links liegen. Ich meine, so fragt er, ob ich Probleme habe oder so, aber was jetzt unser Privatleben jetzt betrifft, ist irgendwie im Moment nichts los. Ich kann tun und lassen, was ich eigentlich will und keine Ahnung. Wie lange seid ihr zusammen schon? Fast 5 Jahre, also 4,5 Jahre. Eine richtige Jugendliebe. Fast. Ja. Ne? Was meinst du gerade mit unser Privatleben, da läuft nicht so viel? Meinst du sexuell? Genau. Also sexuell läuft gar nichts. Es läuft zwar was, aber wenn ich beispielsweise was von ihm verlange mit Zärtlichkeiten oder sonst was. Also nicht mal Zärtlichkeiten, geschweige denn richtige Sexualität.
das Sexuelle läuft ja, aber wenn er dann schlussendlich zu seinem Höhepunkt gekommen ist, dann lässt er mich meistenteils links liegen. Mhm. War das früher anders? Ist er da mehr auf dich eingegangen? Es war mal früher anders, ja. Wie lange ist es schon nicht mehr so? Das ist seitdem er jetzt diese Schichtarbeit hat. Also da. Wie lange hat er schon die Schichtarbeit? Oh, da müsste ich jetzt überlegen. Ich glaube jetzt seit. Naja, so ungefähr. Ein Jahr. Ein Monat, glaube ich. Ach so, ein Monat. Monat. Ach so. Und vorher war es eigentlich so für dich gut? Vorher war es ganz okay. Mhm. Ich meine, das ist ja noch nicht so dramatisch, wenn es jetzt, ich dachte, es würde jetzt schon ein Jahr so gehen oder vielleicht noch länger. Nee. Ich glaube, da wäre ich schon lange in der Klinik gelandet, wenn das schon so lange gehen würde. Aber ich merke, dass, obwohl das erst einen Monat so geht, dir das ja zu schaffen macht. Wie schon gesagt, ich bin selber ein bisschen psychisch krank und ich bin nur bis zum gewissen Grade belastbar und dann ist bei mir aus. Mhm. Hast du ihm denn deine Unzufriedenheit gesagt? Ich habe ihm das schon mal gesagt und er hat mir versprochen, dass er sich darum bemühen würde, das zu verbessern. Und bis jetzt, wo wir wirklich mal irgendwie intim dabei waren, ging es eigentlich. Mhm. Was ist das für eine Schichtarbeit, die er macht? Wie arbeitet er? Ja, er geht sehr langsam vor eigentlich, sehr langsam. Nein, ich meine, er arbeitet sich vor. Nee, ich meine jetzt, ist er die ganze Nacht weg oder was ist das für eine Schichtarbeit? Also wenn er Nachtschicht hat, dann ist er die ganze Nacht weg. Mhm. Und kommt dann morgens erst so 7 nach Hause. Mhm. Du gehst davon aus, dass er dich nach wie vor liebt? Ja. Ja. Und du liebst ihn auch? Und du liebst ihn auch? Ja, sicher. Sonst würde ich nicht mehr bei ihm sein. Mhm. Also wir haben vorgehabt, nächstes Jahr zu heiraten. Und also ich fasse das mal so zusammen. Er ist seit einem Monat in dieser Schichtarbeit. Dieses belastet so euer Zusammenleben, was man ja verstehen kann, ziemlich und belastet vielleicht auch ihn sehr, sodass die Zärtlichkeiten nicht so sind, wie du sie gerne hättest. Und wenn es zur Sexualität kommt, geht es eher so ruckzuck 0815 und er nimmt nicht so viel, achtet nicht so sehr viel auf dich und kümmert sich so sehr um dich. Ne? So ist, habe ich es richtig zusammengefasst? Ja. Mhm. Jenny, ich würde auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen, vielleicht ihm auch ein bisschen Zeit noch lassen. Das ist ja auch eine belastende Situation für ihn, sich erstmal an dieses neue Leben zu gewöhnen. Nachtarbeit, Schichtarbeit ist immer schwierig für Leute, die das machen. Würde aber dennoch ihm das auch immer wieder so immer wieder sagen, ohne ihn sehr unter Druck zu setzen. Denn dadurch wird es ja auch nicht besser. Und wenn das gar nicht klappt, du hast ja gerade so eine Andeutung gemacht, dass du auch sehr relativ labil bist und relativ schnell verletzlich bist und so weiter, dann würde ich euch beiden wirklich, um da nichts kaputt zu machen, würde ich euch eine Beratungsstelle empfehlen. Da wollte ich ja mit ihm hingehen, aber er ist dagegen. Mhm, warum? Das weiß ich nicht. Den Grund hat er mir nicht genannt. Mhm. Vielleicht ist ihm das auch alles ein bisschen zu schnell im Moment. Wenn du sagst, bis vor einem Monat war es alles richtig gut, dann lass ihm auch mal ein bisschen Zeit. Wie gesagt, lass ihm auch mal ein bisschen Zeit, sich in diesen neuen Lebensrhythmus, in diese neue Arbeit so hineinzukommen. Vielleicht, aber er muss ja mich verstehen. Schon, aber du musst ihn auch ein bisschen verstehen. Das ist ja nicht einfach, was er da macht im Moment. Nee, das verstehe ich auch. Ja, und vielleicht entspannt sich die Situation allmählicher wieder bei euch. Wenn sie sich nicht entspannt, dann solltest du ihn vielleicht doch nochmal darauf hinweisen oder darum bitten, vielleicht doch gemeinsam zu einer Beratungsstelle zu gehen, weil es für dich so eine große, weil es für dich ein zunehmendes Problem darstellt. Ich würde ganz einfach jetzt mal so sagen, versuch es mal ein bisschen locker zu sehen. Der Mann liebt dich. Der Mann hat nur einfach Alltagsprobleme im Moment. Ja, aber für mich ist es im Moment nicht einfach, weil ich bin nachts alleine. Mhm. Und dadurch, weil ich eine ganz spezielle Krankheit habe, ist es halt sehr gefährlich, trotz der Medikamente, was ich kriege. Mhm. Wird es denn so sein, dass er weiter diese Nachtarbeit macht, oder? Ja, vorübergehend. Was heißt denn vorübergehend? Man weiß ja, das ist nur eine Verleihfirma.
Und man weiß jetzt nicht, das ist ja jetzt nicht auf Dauer, dieser Vertrag. Nur für drei, vier Monate, glaube ich. Ach so. Ja, da weiß man jetzt nicht, ob er übernommen wird oder nicht. Ja, also es könnte sein, dass sich sogar von alleine alles wieder regelt, nach ein paar Monaten. Aber immerhin. Kann vielleicht möglich sein. Ja. Also, ich würde es wirklich so sagen, wie ich es gerade formuliert habe, dass du das vielleicht ein bisschen entspannter sehen sollst. Aber ich nehme ernst, wenn du sagst, dass du eine Krankheit hast und dass du auch Angst hast nachts. Deswegen möchte ich auch, dass wir dich jetzt gleich nochmal zurückrufen und auch gerade in Bezug auf deine Krankheit das Ganze, die ganze Sache nochmal beleuchten, was wir so in der Öffentlichkeit hier gar nicht tun müssen. Ja, bist du einverstanden? Rufen wir dich gleich nochmal an. Ja, ich bin einverstanden, dann bleibe ich noch wach. Genau, bleib wach, Jenny. Aber du musst auflegen und dann, es kann noch 5 oder 10 Minuten dauern. Alles klar, okay. Dann weiß ich Bescheid. Alles Gute, okay, danke nochmal, ne? Tschüss. Guten Abend. Dankeschön, tschüss. Ich möchte euch hinweisen auf unser Thema morgen. Morgen geht es bei uns um Autos. Das Thema heißt, wenn ich an Autos denke, Pünktchen. Ich möchte gerne mit euch reden, was ihr in einem Auto beispielsweise schon alles erlebt habt. Das können schöne Sachen sein, das können skurrile Sachen sein, es können sehr schlimme Sachen sein, es können Sex-Sachen sein, was auch immer. Da möchte ich gerne mit Leuten reden, die deren Leben vielleicht durch ein Auto verändert worden ist. Im positiven Sinne wie im negativen Sinne. Vielleicht wart ihr mal verwickelt in einen schweren Autounfall und euer Leben hat sich radikal verändert durch ein Auto, durch ein Automobil. Und ich möchte sehr gerne mit Auto-Freaks reden, die ihr Auto mehr lieben als ihre Freundin. Vielleicht gibt es auch Auto-Fetischisten. Wir hatten ja gestern den Musterungsfetischisten. Vielleicht gibt es auch jemand, der total auf Autos steht im erotischen Sinne. Wie auch immer. Also das ist unser Thema morgen. Und wenn ihr gerne mit mir morgen über das Thema Auto reden möchtet, morgen, meldet euch am besten heute schon unter domian@wdr.de und immer bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer drauf zu schreiben. Ganz wichtig. So, weiter geht es mit der Sandra. Und Sandra ist 31 Jahre alt. Hallo Sandra. Hallo Sandra. Ja, hallo. Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Deswegen hast du angerufen, Sandra? Ich habe angerufen, weil ich ein Problem seit meiner Kindheit habe. Ich bin missbraucht worden. Ja. Und das belastet mich noch heute. Wie alt warst du, als du missbraucht wurdest? Am ersten Mal war ich 6 Jahre alt. Also es ist mehrfach vorgekommen. Es ist öfters vorgekommen, ja. Das Schlimme ist, ich habe damals Hilfe beim Jugendamt gesucht. Lass mich kurz fragen nochmal, das erste Mal, als du 6 warst und über welchen Zeitraum hat sich das dann gezogen? Bis zu welchem Alter? Bis dass ich von zu Hause ausgezogen bin, letztendlich. Und wann bist du von zu Hause? In welchem Alter? Mit 18. Von 6 bis 18? Ja, ich hatte damals Hilfe beim Jugendamt gesucht. Und die haben mir halt gesagt, wenn meine Mutter nicht mitkommt, können die gar nichts machen. Und wie ich heute weiß, war das ein grober Fehler von denen. Wer ist der Täter? Mein Stiefvater. Wie alt warst du, als du von dir aus zum Jugendamt gegangen bist? Da war ich 9. Da war ich mit meinem Bruder zum Jugendamt gegangen. Wie alt war dein Bruder da? Mein Bruder war 12. Auch nicht viel älter. Ist der auch missbraucht worden von dem Stiefvater? Nein. Der ist nicht missbraucht worden, aber der hat halt so mit der ganzen Situation nicht mehr klargekommen. Dann seid ihr beiden Kinder quasi eigeninitiativ zum Jugendamt gegangen in eurer Stadt? Ja. Und habt quasi einen Hilferuf losgelassen hier. Und du hast auch gesagt, was da abgeht. Und die haben nichts unternommen? Die haben nur zu uns gesagt, solange deine eure Mutter nicht mitkommt, können wir überhaupt nichts machen und machen wir auch nichts. Ich bin fassungslos. Und ja, bin ich. Hat deine Mutter das mitbekommen, was dein Stiefvater mit dir gemacht hat? Heute behaupte ich ja. Ja? Ich behaupte es, dass sie muss es mitbekommen haben. Denn ich denke nur mal, sie war selbst sehr schwach und hat es halt nicht sehen wollen, aber sie hat es mitbekommen haben. Nun ist es ja eine ungeheuer lange Zeit. Ein 6-jähriges Kind bis hin zu einer 18-jährigen jungen Frau. Das heißt, dein Stiefvater
hat dich sexuell missbraucht, auch noch im Alter von 17, 18 Jahren? Ja, mit 17 Jahren hatte ich dann psychische Probleme bekommen. So eine Art epileptische Krampfanfälle. Mhm. Und war dann halt im Krankenhaus gewesen. Mhm. Und von da aus bin ich auch gar nicht mehr nach Hause zurückgegangen. Da habe ich 14 Monate im Krankenhaus gelegen. 14 Monate? 14 Monate, ja. Mhm. Und das war eigentlich so die schönste Zeit in meinem Leben. Hab vorher auch Selbstmordversuche gemacht, was nicht geklappt hat. Mhm. Und da hat Hast du in dem, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, hast du in dem Krankenhaus dann etwas erzählt, was davor gefallen ist zu Hause? Ich habe es angedeutet, ja. Damals konnte ich noch nicht so drüber, so richtig drüber sprechen. Haben die denn dann, sind die hellhörig geworden und haben irgendetwas unternommen? Die haben mir halt einen Platz in der Psychiatrie besorgt. Mhm. Und von da aus bin ich dann in eine Kinder- und Jugendfachpsychiatrie gekommen. Mhm. Ist dieser Stiefvater irgendwann angeklagt worden, angezeigt worden? Nein. Nein. Weil ich hatte nachher nicht mal den Mut, mich gegen ihn aufzulehnen, weil für jedes kleines Geil, was ich gemacht habe, ich wurde immer bestraft. Mhm. Ich wurde geprügelt, geschlagen, missbraucht. War die Hölle. Hat dieser Mann... Ich muss das so offen jetzt fragen, um mir dein Bild zu machen. Hat der auch als kleines Kind mit dir regelrecht geschlafen? Ja. Ja. Bis zu deinem 17. Lebensjahr? Ja. Immer wieder mehrfach im Monat? Das war meistens dann, weil meine Mutter auf Spätschicht war. Wir waren selbstständig oder meine Eltern hatten ein Sicherheitsunternehmen. Mhm. Und ich habe immer versucht, mit meiner Mutter Nacht auf Nachtschicht mitzukommen, damit ich nicht zu Hause sein musste. Mhm. Das ging halt nicht immer. Das heißt, das Ganze ist unzählige Male vorgekommen. Für dich ja. Unzählige Male. Mhm. Ja. Und du hattest immer Angst vor ihm, wenn du irgendetwas tun würdest oder dich auflehnen würdest, dann wird er dir schaden, dir wehtun. Er hat dich bedroht. Ja, ja. Das ist so schlimm, das verfolgt mich bis heute, wenn irgendwie... Wenn einer irgendwie die Stimme erhebt, dann habe ich Angst, dass gleich passiert wieder irgendwas. Lebt dieser Mann noch? Ja. Du sagst leider. Ja. Du wärst froh, wenn er tot wäre. Ja. Mhm. Hast du nicht die Kraft gehabt, ihn anzuzeigen? Es war einfach zu viel passiert damals. Und dann bin ich dann irgendwann schwanger geworden von meinem Mann. Mhm. Und im Nachhinein hieß es dann nur, ja, es kann ja alles gar nicht so schlimm gewesen sein, wenn du jetzt Kinder hast. Wer hat das gesagt? Das kommt von meinen Schwiegereltern. Aha, du hast den Schwiegereltern also das erzählt, was du hinter dir hast? Ja, weil die wollten halt meine Eltern kennenlernen und ich wollte es nicht, weil ich keinen Kontakt mehr haben wollte mit meinem Stiefvater. Ja, und dann reagieren die Schwiegereltern so unsensibel darauf, dass sie sagen, dann kann es ja nicht so schlimm sein, wenn du ein Kind bekommen hast. Und was sagt dein Mann? Mein Mann sagt, also ich bin mittlerweile von ihm geschieden, aber der sagt, das ist Vergangenheit, da muss ich drüber wegstehen. Mhm. Er hat auch seine Probleme, wo er mit klarkommen muss. Das heißt, du hast das ja gerade so angedeutet, du warst dann in psychiatrischer Behandlung. Hast du für dich das Gefühl? Nein, du hast natürlich nicht das Gefühl, so hast du es mir ja gerade gesagt, dass du das annähernd verarbeitet hast. Nein, ne? Nein, nicht wirklich. Manchmal komme ich ganz gut tagelang so aus, ohne irgendwie Probleme. Also manchmal habe ich ein bisschen einfach wieder so ein Fenster springen oder sonst irgendwas, wo es alles scheiß geil ist. Du hast ein Kind? Zwei Kinder. Zwei Kinder. Wie alt sind die Kinder? Die sind 5, 7 und 9. Ach, drei Kinder? Ja. 5, 7 und 9. Leben die alle drei bei dir? Die zwei Mädchen? Also ich wohne jetzt wieder mit meinem Ex-Mann zusammen, weil ich alleine echt nicht mehr packe. Mhm. Und wo wir getrennt waren, wollte ich die zwei Mädchen nicht bei mir haben. Mhm. Weil ich dann, wenn irgendwas passiert, dass ich dann wie meine Mutter reagiere, dass ich sehen will, nicht verkrafte oder sonst irgendwas. Mhm. Ja. Und ich habe halt nur meinen Sohn bei mir gehabt. Ja. Ich möchte nochmal auf deine Familie zurückkommen. Deine Mutter lebt auch noch. Mhm. Mhm.
Hast du mit der Kontakt? Der Kontakt ist gebrochen, als meine Oma gestorben ist. Dass ich dann mit meiner kleinsten Schwester Kontakt gab. Die wollte wissen, wieso ich damals von zu Hause abgehauen bin und wieso ich nicht mehr da war. Dann habe ich ihr das erzählt und dann hat mich meine Mutter auf der Arbeit angerufen und hat gesagt, was mir einfühle, nach all den Jahren Geschichten aufzuwirbeln. Das heißt, dann die alten Geschichten aufzuwirbeln. Das heißt, sie gibt es schon zu, dass da was vorgefallen ist, aber sie will davon nichts mehr hören? Richtig. Das heißt, du hast wahrscheinlich dann auch einen großen Zorn auf deine Mutter. Irgendwo ja, aber irgendwo möchte ich mich auch ganz gerne mal mit ihr treffen und mit ihr reden. Aber sie blockiert, sie macht dicht. Ja, sie sagt, sie hat keine Tochter mehr. Oder mich halt irgendwie als Tochter. Zumal sehr verfahrene Situation. Sehr schwierige, schlimme Situation. Ich will dir mal gleich von Anfang an was sagen, Sandra. Dieses Gerede von deinen Schwiegereltern, von deinem Mann, nach dem Motto, das muss jetzt Vergangenheit sein oder es kann nicht so schlimm sein, ist ausgemachter Blödsinn. Ist schlimm, dass Menschen so etwas sagen. Wenn ein Kind von seinem 6. Lebensjahr bis zu seinem jugendlichen 17. Lebensjahr von einem Mann vergewaltigt wird, entstehen so schlimme Schäden seelischer Art, dass man wahrscheinlich das ganze Leben lang damit zu tun hat. Und wer sowas sagt, wie dein Mann und deine Großeltern, die haben einfach überhaupt gar keine Ahnung und verhalten sich ganz schlecht und unsensibel. Ich nehme das sehr ernst, was du sagst, und ich erahne das nur, wirklich, ich erahne es nur, was in dir vorgeht. Und wie vertrackt die ganze Situation ist. Hast du denn im Moment einen Menschen, wo du dich nur so aussprechen kannst? Ich bin im Moment in psychologischer Behandlung, weil ich vor 2 Monaten wieder Krampfanfälle bekommen habe. Hilft dir das denn ein wenig und ist dieser Mensch, bei dem du da bist, hast du Respekt vor dem? Ist das ein guter Typ? Ja, das schon, nur die Termine, die sind nur einmal wöchentlich statt. Verstehe. Irgendwie zu wenig, weil... Das alte Problem, ja. Das heißt, du brauchtest eigentlich viel öfter und regelmäßig einen Ansprechpartner, der dir zur Seite steht. Ja, ich meine, ich war auch im Juli war ich in der Klinik gewesen. Aber die waren da alle so voll gepumpt mit Medikamenten und mich, dass man da auch irgendwie ruhig stellt, hatte ich das Gefühl. Und bin ich halt da auf eigene Verantwortung rausgegangen. Sandra, das, was du jetzt gerade mir erzählst, ist so wie der Fall vorhin, der auch in der Sendung war. Du hast eine sehr, sehr schwere Leidensgeschichte hinter dir. Dieses ist eine nur kleine Sendung mit auch nur wenigen Menschen, die hier arbeiten. Mir tut es dann, wenn ich so etwas höre, muss ich ehrlich sagen, immer sehr leid. Du rufst hier ja auch mit einer hohen Erwartung an. Wir werden jetzt versuchen, in unserem engen Rahmen dir etwas zu helfen. Aber die ganz große Hilfe werden wir dir nicht geben können. Das glaube ich jetzt schon. Aber wir werden es versuchen. Ja, das Schlimmste ist, ich weiß nicht, ich kriege meine Kinder unwahrscheinlich, aber ich weiß nicht, wie ich sie für irgendwas beschützen kann. Und habe das Gefühl, dass ich eine ganz schlechte Mutter für die bin. Ich glaube, ohne dich jetzt näher zu kennen, ich glaube nicht, dass du eine schlechte Mutter bist. Ich glaube es nicht. So wie ich dich jetzt kennengelernt habe, auch nur akustisch, glaube ich, dass du, dass das Schicksal dir übel mitgespielt hat. Sehr übel. Aber dass du deinen Kindern nichts Schlechtes antust. Im Gegenteil, ich glaube, dass du sie sehr lieb hast. Auf jeden Fall. Nur ich weiß nicht, ob ich dir das vermitteln kann. Liebe Sandra, jetzt machen wir das auch so wie vorhin bei der Anruferin. Jetzt legst du bitte auf, du kennst das vielleicht auch, wenn du meine Sendung kennst, und dann rufen wir dich, das heißt meine Psychologin, die Simone, zurück. Und vielleicht finden wir irgendeinen Weg, dass du zumindest ein wenig Unterstützung noch bekommst, neben deiner psychologischen Betreuung. Ja? Hallo? Ich finde es auch gut und mutig, dass du angerufen hast. Finde ich gut. Ich finde das gut. Ich glaube, dass du eine gute Mutter bist. Danke. Und die anderen sind die Täter. Er ist der Täter, deine Mutter ist die Täterin. Du bist nur das Opfer.
Sandra, du legst bitte auf und wir rufen dich gleich an, okay? Ja, okay. Alles Liebe von Herzen. Ja, gut. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. 0800 220 5050 oder ihr könnt uns auch mailen unter domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer aufzuschreiben. Jetzt bin ich verbunden mit Martin und Martin ist 20 Jahre alt. Hallo Martin. Hallo Domian. Morgen Martin. Dein Thema. Ja, es geht bei mir um Folgendes. Ich habe starke Verlustängste, sprich gegenüber Menschen. Es ist halt so, das ist verbunden mit meiner Kindheit. Meine Mutter ist schon gestorben, da war ich noch 7. Mhm. Und dann, mein Vater ist schon gestorben vor meiner Geburt, also den kenne ich gar nicht. Wo bist du dann weiter aufgewachsen, nachdem deine Mutter gestorben war? Ja, danach bin ich erstmal noch eine kurze Zeit bei meinem Stiefvater geblieben. Mhm. Und von dort aus sind wir dann ins Kinderheim gekommen, also mein Bruder und ich, also mein großer Bruder, mein kleiner Bruder ist direkt nach seiner Geburt zu meiner Stiefoma gegangen. Mhm. Weil meine Mutter halt schwer krank war, Krebs hatte und schon im Sterben lag und ja, dann ist sie halt endgültig gestorben, dann sind wir ins Heim gekommen. Ja, von dort aus bin ich dann immer von Gruppe zu Gruppe und von einer Hand in die andere Hand gegeben worden. Mhm. Konnte mich also nie an jemanden gewöhnen. Von dort aus bin ich dann in eine Pflegefamilie gekommen. Wie alt warst du, als du in die Pflegefamilie gekommen bist? Da war ich 9, also knapp 9. Mhm. Und da war ich aber auch nur 1,5 Jahre, und weil es war schrecklich. Also ich konnte denen nie recht machen. Ich habe immer nur Stress gehabt. Ich musste immer nur das tun, was sie wollten, beziehungsweise. Mhm. Und ich durfte halt nicht selber irgendwas entscheiden und musste immer das tun, was sie wollten. Halt. Bist du dann wieder zurück in den Heim gekommen? Ja, also sie haben ja erst eine Zeit lang gedroht, wir können für dich bestimmen, in welches Heim du kommst, wir suchen das Schlimmste für dich aus. So halt, und dann nach einer Zeit habe ich dann gesagt, nee, ist mir egal, dann such das Schlimmste ein für mich aus. Da geht es mir bestimmt besser als hier. Und, ja. Und das war dann? Dann bin ich ja erst in die Jugendschutzstelle gekommen und von dort aus halt ins andere Heim gekommen. Von dort aus auch wieder durch 1000 Gruppen, bis ich dann irgendwann in eine Außenwohngruppe kam, wieder außerhalb von den ganzen Gruppen nochmal. Also, dort war ich dann 4 Jahre und also bin dann in meinen... Du bist dann nie nochmal in eine Familie gekommen? Nein. Sondern immer irgendwie in Gruppen oder Heimen? Nein, also da war ich schon zu alt. Also ich war schon fast 11 und also das gibt es irgendwelche Verwandten noch von früher, zu denen du Kontakt hast? Ja, meine Oma und mein Bruder halt, aber der ist drogenabhängig und alkoholabhängig. Mhm. Wie ist der Kontakt zu der Oma? Ja, also nicht ganz so gut. Was heißt nicht ganz so gut? Eigentlich schon gut, aber wir sehen uns halt nicht oft. Warum nicht? Ja, weil wir wohnen halt ziemlich weit auseinander auch und... Wäre das damals nicht eine Möglichkeit gewesen, dass du bei deiner Oma aufgewachsen wärst? Ja, das ist wäre schon eine Möglichkeit gewesen, aber mein großer Bruder halt, der jetzt halt auch drogenabhängig ist und so, der war halt auch schon als kleines Kind ziemlich anstrengend und meine Oma hat gesagt, ich nehme euch entweder beide oder gar keinen. Mhm. Und beide konnte sie nicht nehmen, weil sie auch noch eine behinderte Tante von mir hat. Also eine Tochter von ihr, die ist halt gehbehindert und auch ein bisschen geistig zurückgeblieben. Mhm. Die lebt noch bei ihr und die betreut sie halt auch noch, obwohl sie schon mittlerweile 70 ist. Und also ist die Oma richtig beschäftigt. Ja, und das ist halt so auch das Problem. Du bist jetzt 20 Jahre alt und du hast gerade gesagt, du wirst getrieben oder du wirst sehr belastet durch Verlustängste. Ja, und das beträchtigt halt auch meine Freundschaften halt, weil ich ziemlich klammere. Hast du eine Beziehung im Moment? Nein. Hattest du mal eine? Ja, natürlich. Mhm. Wie lange hielten die so an? Also, das ist halt unterschiedlich. Mal nur ein paar Monate, also waren auch schon Jahre, 2 Jahre war das längste. Mhm. Also, und dann halt auch wieder verloren und es ist halt ziemlich schlimm. Also, gerade immer das, was ich lieb gewonnen habe, verliere ich immer. Also, so habe ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe irgendwie. Dass mich das Leben so bestraft, denke ich manchmal halt so. Ja. Weil es ist echt krass. Bezieht sich das auch also auf Freundschaften, dass du zu sehr nicht nur bezogen auf eine Beziehung, sondern dass du auch an Freundschaften zu sehr klammerst ja. und den Leuten das dann auf die Nerven geht und die dann weggehen? Ja.
Ich meine, du hast ja dann auch eine heftige Karriere in Anführungszeichen hinter dir, für eine schlimme Zeit. Deine ganze Jugend- und Kinderzeit war da, wo viele Leute halt sich orientieren an den Eltern, Liebe und Zärtlichkeit bekommen und ein Zuhause haben, hattest du nicht. Nein. Was machst du jetzt? Du bist 20 Jahre alt. Von was lebst du? Was tust du? Ich bin leider Sozialhilfeempfänger und ich habe halt so ein Berufsvorbereitungsjahr gemacht und Bewerbungen geschrieben dort ein Jahr lang irgendwie und es hat irgendwie nie was gebracht. Mhm. Ich habe Praktikum, ich habe alles schon hinter mir und ja, im Endeffekt sitze ich jetzt hier und habe zwar einen Hauptschulabschluss, aber mich will irgendwie keiner haben. Hast du eine eigene Wohnung? Ja, also ich wohne mit jemandem zusammen, mit dem ich auch dann halt noch die längere Zeit danach, nach den Pflegeeltern noch im Heim gewohnt habe. Mhm. Mit dem bin ich zusammengezogen. Wir wohnen in so einer WG halt. Mhm. Und das funktioniert auch? Ja, das beträchtigt halt das auch. Also ich klammere auch ziemlich viel an ihm. Also was heißt klammere, aber ich weiß, ich habe immer Angst, dass er geht und nicht wiederkommt halt. Obwohl ich weiß, dass er wiederkommt, weil er hier wohnt. Ist ja klar, du hast ja auch so viel in deinem Leben verloren. Und entscheidend geprägt worden von dem Gefühl, etwas zu verlieren und den Schmerz immer wieder empfunden. Insofern kann man das schon nachvollziehen, ja. Ja, aber die Leute, die verstehen es nicht. Also du kannst es vielleicht verstehen, aber die Leute um mich herum, die kennen das nicht. Mhm. Die wissen nicht, damit umzugehen. Ist klar. Natürlich musst du auch sehen, dass du dein Verhalten im Griff hast. Dass das so ist, ist mir schon klar. Natürlich darfst du dem auch nicht zu sehr nachgehen, weil du dann immer wieder Sachen kaputt machst, die vielleicht. Ja, ich weiß es. Mhm. Das ist ja gerade das. Ich weiß es. Und ich kann es aber nicht. Du genau. Weißt es nicht. Ich weiß, also ich ertappe mich ja immer selber dabei. Mhm. Das heißt, im Prinzip müsstest du eine fachmännische Anleitung haben. Das hatte ich, als ich im Heim war. Dort hatte ich einen Hauspsychologen, der war jede Woche, zweimal pro Woche sogar bei mir am Ende. Und das ging über Jahre, das ging über 4 Jahre lang oder so. Wurde dieses Problem da auch schon thematisiert? Ja, natürlich, natürlich auch. Das hat aber nichts genutzt. Intensiv. Nee, also schon eine Zeit lang. Also als ich direkt in dieser Therapie war, schon. Okay, aber es ist immer noch da, ne? Ja. Also ist es nicht richtig, ich sag mal, geheilt. Ja. In Anführungszeichen geheilt. Ja. Muss nochmal neu etwas geschehen. Wenn du das alleine nicht in den Griff bekommst, obwohl es dir bewusst ist, was ja schon immer ein Fortschritt ist, wenn man etwas weiß. Ja. Aber es gibt Verhaltensweisen, da weiß man genau Bescheid, ist es einem völlig klar und man kann nicht anders. Ja. So, und das ist immer der Punkt, wo man fachliche Hilfe braucht. Ja, also ich habe zum Beispiel auch die Beziehung zwischen meiner ehemaligen besten Freundin unterbrochen. Also mit der war ich 5 Jahre lang gut befreundet. Nur halt, weil ich halt das Gefühl hatte, dass sie mir Menschen wegnimmt. Was völlig schwachsinnig ist. Also nur weil ich das Gefühl hatte, sie nimmt mir Menschen aus meinem Umkreis, die verbringen viel mehr Zeit mit ihr, viel lieber mit ihr, anstatt mit mir. Wann fühlst du dich so richtig gut und sagst, ach, schöner Tag. Was muss dann sein? Wenn meine Freunde bei mir sind, wenn ich Geburtstag habe, wenn sich viel um mich dreht. Also ich muss nicht unbedingt immer der Mittelpunkt sein, aber wie viele Leute kommen zu deinem Geburtstag? Nicht viele, das ist es. Was unternimmt? 6, 7. Ja, naja, immerhin. Ja. Nein, es gibt Leute, da kommen vielleicht 2 nur oder nur einer zum Geburtstag. Ja, also wenn es hochkommt. Was unternimmst du, um Menschen kennenzulernen? Nicht wirklich viel leider. Also ich habe halt auch nicht die Möglichkeiten so richtig. Ne? Warum nicht? Hast du Zeit? Ja, natürlich, ich habe viel Zeit. Daran scheitert es nicht, aber halt auch finanziell so. Ne? Also Disco oder so ist ja, halt ist klar. Nicht so. Ja. Also ich glaube, dass man da von beiden Seiten rangehen muss. Einmal mit Willen. Und Willensstärke. Natürlich. Ne, natürlich. Aber ich glaube auch da du so sagst, ich kann nicht, ich versuche und dass du auch eine Hilfestellung brauchst. Jetzt ist die Sendung vorbei. Ja. Aber ich verspreche dir, dass wir dich jetzt auch gleich nochmal anrufen und noch weiter beraten, was zu tun ist. Ja. Einverstanden? Super. Okay. Super, ja. Lieber Martin, der nächste bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Ja, danke. Schöne Sendung, Hassan. Dankeschön, Martin. Tschüss. Bitte. Schönen Abend noch. Dankeschön. Tschüss.
So, meine Lieben, ich will euch nochmal hinweisen auf unser Thema morgen. Morgen heißt das Thema, wenn ich an Autos denke. Geschichten rund um das Auto. Was habt ihr in einem Auto schon mal erlebt, durch ein Auto erlebt? Liebt ihr euer Auto vielleicht? Findet ihr euer Auto erotisch? Was auch immer, das ist unser Thema morgen. In der Technik heute war Malte Imels und an dieser Stelle noch ein Hinweis auf Samstag, unser Promi-Talk. Mein prominenter Gast ist die Mutter der Nation diese Woche Samstag, nämlich Marie-Louise Marjan, sprich Frau Beimer. Ich freue mich drauf, ich freue mich auf euch. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Macht's gut. Tschüss.